Assisi Rock'n'Roll der Lehrer verschaffte schon mal einen Eindruck davon, dass in der Franz von Assisi Schule richtig viel Pep steckt. Engagement und Freude, das wird hier gelebt. Das Schulfest zum Jubiläum der seit 25 Jahren immer größer werdenden Schule war dafür ein weiterer Beweis. Rund 550 Kinder und 40 Lehrkräfte, unterstützt von einem nie müde werdenden Elternbeirat, machten den Tag zu einer fröhlichen, bunten und abwechslungsreichen Feier. Dabei werden die christlichen Wurzeln niemals verleugnet, sondern ganz selbstverständlich in die Erziehung mit eingebunden. Wir wollen, dass die Kinder selbstständig sind, Eigenverantwortung übernehmen und dann ja, als mündige kleine Bürger in die Welt gehen, stark sind und den christlichen Glauben weitergeben. Also das christliche Miteinander ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Schulfest hatte am Morgen mit einem Gottesdienst begonnen. Das gehörte für Kinder, Eltern und Lehrer einfach dazu. Weihbischof Anton Losinger nahm in seiner Predigt das Motto des Schulfestes auf: Feuer entzünden, Begeisterung wecken. Wer an einer solchen wundervollen katholischen Schule wie der Franz von Assisi Schule sprechen darf, der darf die Frage stellen: Warum brauchen Kinder eine gute Schule? Und es ist ganz klar, die Welt, in der Kinder heute groß werden, mit all den Anforderungen, das braucht eine Erziehung und eine Bildung, die wichtige Antworten gibt, nicht nur auf das Lernprogramm der einzelnen Fächer, sondern auf die Sinnfragen des Lebens. Ich bin sehr froh, dass hier in dieser katholischen Schule mit dem Markthaler Plan, mit der ganzen Schulfamilie es möglich ist, Kinder zu erziehen, dass sie stark werden in den Sinnfragen des Lebens. Der Marchthaler Plan ist ein reformpädagogisches Konzept, das der christlichen Auffassung vom Menschsein Rechnung trägt. Sein Motto lautet: Zur Freiheit berufen. Schulwerksdirektor Ulrich Haaf ergänzte in seiner Ansprache, dass der Marchthaler Plan eine Haltung sei. Eine Haltung als Mensch und als Christ. Und er erinnerte sich an die Anfänge der Franz von Assisi Schule. Daran erinnere ich mich nicht nur gerne, sondern durchaus auch oft, denn diese Idee des Marchthaler Plans hat sich inzwischen auch in den Realschulbereich hinein fortgesetzt und es gibt sogar einige Gymnasien, die schon mit dieser Methode arbeiten. Angefangen hatte alles ganz klein. Der erste Schulleiter Roman Mangold blickt zurück auf das erste Schuljahr. Wir waren eine Klasse, hatten auch kein Schulhaus, sondern waren im Gymnasium Maria Stern und dort hatten wir einen Raum. Und das Kollegium war meine Frau und ich. Und 25 Kinder waren die Schüler. Also sehr überschaubar. Aber eine unglaubliche Geschichte, wenn ich das so sehe, was draus geworden ist. Und auch damals für uns unglaublich, weil wir ja aus Friedrichshafen von einer Schule weggegangen sind, um einfach im neuen Land, in Bayern, eine Schule zu machen mit einem Konzept, das noch keiner kennt. Und es war unglaublich. Und wenn ich da sehe, was draus geworden ist, hat sich's gelohnt. Ich bin zwar inzwischen nicht mehr da, habe auch fast Sehnsucht, wenn ich die Kinder alle sehe, weil ich jetzt in der Schulaufsicht irgendwo bin. Aber es hat sich einfach gelohnt. Es lohnt sich bis heute. Kinder, Lehrer und Eltern arbeiten an der Franz von Assisi Schule Hand in Hand. Das zieht sich durch das Schuljahr und war auch beim bunten Rahmenprogramm sichtbar. Hier engagiert sich jeder. Hier sind alle füreinander im Einsatz. Das Schulfest wurde auch dazu genutzt, Danke zu sagen. Ein großer Dank ging an den beispiellosen Einsatz des Elternbeirates, der sich wiederum mit einem ganz besonderen Geschenk bei der Schulleiterin bedankte. Frau Konradi verband ihr Danke an Schulwerk und Bistum auch mit einem Wunsch nach weiteren baulichen Maßnahmen für die Ganztagesbetreuung. Egal ob beim Festakt selbst, beim bunten Rahmen oder Bühnenprogramm, die Atmosphäre war locker und entspannt, freundschaftlich und fröhlich. Und das war von Anfang an ganz typisch für die Franz von Assisi Schule. Die Schüler wissen das zu schätzen. Die ganze Schule ist eigentlich voll cool. Am liebsten mag ich eigentlich nur Sport. Dass die Lehrer so nett sind. Die Schule ist halt anders. Da gibt es halt irgendwie so wenig Streitereien. Und wenn halt, dann vertragt man sich gleich wieder. Die Lehrer sind hier auch ganz nett. Es ist schön, weil also wenn halt ein großer Streit ist, den man nicht alleine lösen kann, dann ist Frau Denitz da. Ja, und die löst es dann mit uns. Über so viel positives Feedback können sich die Lehrkräfte natürlich freuen. Und sie profitieren auch selbst davon. Denn nach einem langen Arbeitstag in der Schule nehmen sie etwas Besonderes mit nach Hause. In der Druckerei, wenn ein Text gut gelungen ist
Oder auch, wenn die Arbeit in der freien Stillarbeit gut gelungen ist, dann kommt auch bei den Kindern so eine Freude auf. Und das ist für mich auch ein Highlight. Das Fest zum 25-jährigen Geburtstag der Franz-von-Assisi-Schule endete an diesem Tag mit einem Start. Höher, schneller, weiter sollten die bunten Luftballons fliegen. Ein Bild für diese Schule, die in 25 Jahren schon ganz weit geflogen ist.